Hallo meine Lieben, gestern war es genau ein Jahr her, seitdem wir von unserer großen Tour zurück sind. Wir waren ja von Hamburg bis nach Tschechien gefahren, in fast 3 Wochen, 1500 Kilometer und zurück natürlich. Und ja, 3 Wochen Erholung auf dem Elbe-Radweg, auf dem Fahrrad, selten unterwegs, Natur pur, Ruhe. Und ja, wo wir jetzt ein Jahr zurück sind, habe ich mir geschworen, nee, Hamburg tust du dir nicht mal an. Ja, Hamburg tust du dir nicht mal an und du fährst jetzt nicht mal rein in die Innenstadt. Du tust dir den Stress nicht an, den Lärm, Hektik und sonst was alles. Ja, das haben wir soweit gemacht. Ne? Größtenteils fahre ich mit Paula ja, entlang der Wanze hier in Hamburg. Bis nach Wandsbek rein oder raus nach ins Naturschutzgebiet Höltingbaum. Und ja, da haben wir Abstand genommen von Hamburg, Ruhe und alles. Und ja, heute war es jetzt nach einem Jahr, also 1 Jahr und 3 Wochen, das erste Mal, dass ich nach Hamburg wieder reingefahren bin. Ich war zum Fotolabor, um den ersten Film dieser Kamera zu entwickeln lassen. Ein Jahr, Hamburg hat sich nicht geändert. Es mag zwar sein, dass hier und dort ein paar Radwege auf der Straße gemalt wurden oder mit auf dem Gehweg vernünftig gepflastert. Ja, die Leute parken noch immer auf den Radwegen oder auf dem Schutzstreifen. Ist ja nur kurz und hier und da mal als Radfahrer muss man ausweichen. Und ja, die ganze Mentalität, alles. In einem Jahr hat sich nichts geändert in Hamburg. Autofahrer, egoistisch wie sie sind, klar, Radfahrer sind auch dazwischen einige. Und ja, für viele Autofahrer mag es egoistisch wirken, wie ich mittig der Spur fahre. Aber mittig der Spur fahren, man muss mal wirklich die Eier haben, die umgangssprachlichen, um mittig der Spur zu fahren, damit die Leute nicht im Gegenverkehr überholen, nicht zu eng überholen. Und ja, ein Jahr Corona, Energiekrise, es hat sich nichts getan. Es ist traurig.